Was up, Freunde des Internets? Herzlich willkommen zum Akinator. Das ist ein Genie, der den Leuten praktisch in den Kopf reingucken kann. Also man denkt an eine Person oder irgendeinen berühmten Cartoon oder so. Und durch Fragen, die man dann beantwortet, ja, nein, vielleicht, weiß ich nicht und so weiter, kommt er dann früher oder später darauf an das, was du denkst. Und da bin ich mal gespannt drauf, wie das funktioniert und ob er wirklich alle herausfindet, an die ich denke. So, fangen wir an und klicken auf Spielen. Mein Alter, ich bin 20 Jahre alt. So, spielen. So, und dann fangen wir jetzt mal an. Mal gucken, ob ihr vielleicht drauf kommt, wen ich als erstes nehme. Sagen wir, es soll ja viel mit Memes zu tun. So, ist deine Figur bekannt durch YouTube? Wahrscheinlich. Nein. Ist deine Figur im Musikbereich tätig? Nein. Hat deine Figur ein Handy? Bestimmt. Nein, lebt nicht in Deutschland. Mit Sport? Weiß ich nicht genau. Ja? Ja? Oh, scheiße, das weiß ich nicht. Weiß ich nicht? Ja? Nein, kein Fast and Furious. Nicht, dass ich wüsste. Nein? Ja? Also es gibt Videos von ihm und die sind auch auf Deutsch, ich meine Englisch. Sagen wir mal ja. Weiß ich nicht? Nein? 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 Ein Kampfsportler. Nein. Nein. Oh, das kann sein, aber ich habe ihn noch nie in einer Fernsehserie gesehen, die ich auf jeden Fall gucken würde. Nein. Ja. Wahrscheinlich nicht. Nicht, dass ich wüsste, dass er seine Familie verloren hat. Nein. Nein! Diese Figur meinte ich nicht. Nein. Fortfahren. Wir gucken mal, vielleicht kommt er ja doch noch drauf. Habe ich ihm das doch zu schwierig gestellt? Das wäre Hammer, wenn er übernatürliche Fähigkeiten hätte. Aber nein. Nein. Ja! Nein. 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 Nein? 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 Ja? Ja? Ja, ein bisschen. Auf jeden Fall hat's ihn gepusht. Nein? Spielt eine Figur in Step-Up-Film mit? Nein? Ja? Nein? 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 Sie wurde durch YouTube, also es ist ja keine Figur, es ist schon ein Schauspieler, aber nicht durch YouTube. Also nicht nur durch YouTube bekannt geworden. Nein, er hat keine Brüder und Geschwister. Nein. Nein. Weiß ich nicht. Mal ja, mal nein. Ich schätze ja. Wahrscheinlich. Nein. Nein! Er kommt echt nicht drauf. Okay, versuchen wir erstmal was anderes und kommen auf den vielleicht später zurück. Ich werde jetzt eine Figur auswählen, auf die ihr alle kommt. Und ich glaube, er wird auch recht schnell drauf kommen. Nein, meine Figur lebt nicht in Deutschland. Ja, meine Figur ist ein erwachsener Mann. Er hat in einem Kinofilm mitgespielt. Ist er älter? Nein, ist er nicht. Nein. Violette Augen? Nein. Trägt ein Film den Namen der Figur? Ja. Nein, trägt keine Maske. Hat keine übernatürlichen Kräfte. Ab und zu ja, mal nein. Ja. Nein. Ist kein Engel?
Nein, Physik und Chemie. Nein, trägt keine Waffe. Nein, kein Roman. Nein, keine Bauchmuskeln. Seine Figur ein Tamile. Nein. Ja. Ja. Da hat er mich. Ja. Da hat er mich. Das ging ja schnell. Wie lange hat er dafür gebraucht? Ich glaube nicht sehr lange. Ein paar Fragen waren es jetzt ja nur. Ja, ich habe tatsächlich an Homer Simpson gedacht. Machen wir jetzt weiter, weil ich es so gemacht habe. Nein. Ja. Weiß ich nicht. Nein. Nein. Meine Figur ist auch kein Wissenschaftler. Ein bisschen. Weiß ich nicht. Nein, er spielt in keiner Mannschaft. Nein, er ist nicht bei WoW. Nein, hat auch nichts mit YouTube. Wahrscheinlich ist er dadurch. Ja! Da haben wir's. Ja? Nein. Na? Nein, macht nicht Parkour. Bodybuilder? Wahrscheinlich nicht. Hat deine Figur einen Hund? Das weiß ich nicht. Geheimagent? Nein. Eine Katze als Haustier? Alter, woher soll ich das denn wissen? Keine Ahnung. Vielleicht spielt deine Figur gerne mit dem Feuer. Ja, ich schätze schon. Führt deine Figur eine gefährliche Tätigkeit aus? Boah, Frage Nummer 72, da sind wir ja schon echt bei einer großen Zahl angelangt. Gefährliche Tätigkeit aus. Also, nein. 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 Einen Hammer. Nein. Ja, trägt einen Bart. Nein. Ich schätze schon. Nein. Oh, nein. Fail Army. Nein, nein. Er ist tatsächlich... Oh, Dan Bilzerian wäre auch eine gute Idee gewesen. Er ist nicht drauf gekommen. Ich meinte Shia LaBeouf. Ja. Einfach Shia. Ich habe ihn überlistet. Naja, vielleicht wusste ich auch ein paar Sachen nicht so genau. Beurteilt mich da nicht so harsch. Einen letzten machen wir noch. So. Lebt deine Figur in Deutschland? Nein. Ja, meine Figur ist männlich, wie man es nimmt. Ja, spielt in einer Serie mit. Ist es eine Zeichentrickfigur? Völlig recht. Ach, meine Figur ist auch ein Tier. Nein. Nein, kein Fell. Nein. Ja. 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 Ach. Der hat mich. Oh Mann, dass er einen aber auch so schnell auf den Leim geht. Das ist so krass. Ja, ich habe tatsächlich an Thaddäus gedacht. Also, ich hab's nochmal versucht, Shia LaBeouf zu finden. Aber ich hab's nicht hingekriegt. Den Meme-Meister mit Just Do It! Do it! Vielleicht findet ihr ihn ja auf Akinator. Ich habe ihn jetzt leider nicht gefunden. Es kann tatsächlich sein, dass ich die Fragen vielleicht ein bisschen dumm beantwortet habe. Aber naja, ich hoffe, ihr hattet Spaß in diesem kleinen Video und dem Akinator. Und mit dem Akinator reden ist schwer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. See ya! Der erste brennt. Fuck. Ah, oh, nein. Ich hab mich einfach nur hart gemault. Ich bin der Kopf auf jeden Fall.